So, da sind wir dann auch schon wieder zu The Elder Scrolls Online. Ja, ach so, da hat man ja zuletzt aufgehört. Mann, sie kamen in der Nacht. Wir konnten nicht. Was konntet ihr nicht? Was ist geschehen? Wir waren auf dem Rückweg aus Dolchsturz, als unsere Karawane angegriffen wurde. Bretonen kämpften Seite an Seite mit Daedra. Sie haben uns fast alle getötet. Aber der Hauptmann, sie haben den Hauptmann mitgenommen. Beruhigt euch, Soldatin. Habt ihr gesehen, wohin sie ihn brachten? Sturmhafen. Ruinen an der Grenze. Dort haben sie ihn hingebracht. Ich werde euren Hauptmann finden. So. Finde den Wachhauptmann. So, sprich mit Wallist. Das ist auch noch deine Stadt. Jutefaser müssen wir noch besorgen gehen. Die Höhle, Wachhauptmann, wo ist denn das? Auch da hinten. Gut. Da sind viele Missionen. Wie es ausschaut. Zum Gruße. So. Haben wir dich. Haben wir dich. Dann wollen wir mal weiter. Ach, guck mal hier ein Kistchen. Einfach. So. Haben wir das auch. So, das nehmen wir alles mit. Das können wir auch noch eben mitnehmen. Stochen wir eben mit unserem Messer ein bisschen dran rum und holen das da raus. Hier geht's ja noch zum Friedhof. Da waren wir ja bereits schon. Die Grabhügel entdeckt. Oh, eigentlich haben wir die nicht schon entdeckt. Als wir diese Mission da oben gemacht haben. Dumm. Och, wie ist das schön. So. Am übergeben. So. Ah. Können wir den mal mitnehmen? Haben wir irgendwas? So, vielleicht mal eben so. Eventuell wegschmeißen könnten. Ach, guck mal an. Haben wir schon. Ach, das ist eine zweihändige. Deswegen. Egal, nehmen wir die mal. Machen wir das auch mal. So ein bisschen. Warum kann ich das nicht mitnehmen? So gerade. Was weggeschmissen. Kopf. Torso, Schultern. Taille, Hände, Beine. Oh. Alles auf schwere Rüstung getrimmt. Materialien.
Eisenbahn. Eisenerz, Jutefasern. So. Die nehmen wir mal mit. Was ist denn da für eine Statue? Nehmen wir mal eine zweihändige Waffe. Waren wir da auch schon mal drin? Aber hier haben wir auch noch eine Nebenmission, wie es aussieht. Schön, dass wir hier reingegangen sind. So, wem haben wir denn da? Ich bin nicht euer Feind. Will euch doch gar nichts tun. Halt, ich bin nicht euer Feind. Was macht ihr hier unten? Ich verstecke mich. Ich wusste nicht, dass die Blutdorne diese Begräbnisstätte entweihen würden. Meine Ahnen liegen hier begraben. Mein Ururgroßvater ist mir erschienen. Er hat verlangt, dass ich Buße für diese Schändung tue. Wenn ich das nicht mache, will er mich heimsuchen. Bis ans Ende meiner Tage. Seid ihr kein Blutdorn-Kultist? Ich habe mit meinem Beitritt einen Fehler begangen. Wenn ich dort wieder hinausgehe, dann bringen sie mich um. Bitte helft mir, meine Vorfahren zu besänftigen. Die Blutdornen haben heilige Kerzen gestohlen. Bitte holt sie zurück und entzündet sie an den Grabmälern meiner Familie, damit meine Ahnen wissen, dass ich sie noch immer ehre. Ich stelle die Kerzen für euch auf. Sucht nach dem Grabmal des Patriarchen, dem der Matriarchen und dem des Sprosses der Windhals. Sie waren zu ihrer Zeit sehr wichtig. Ich würde vorschlagen, dass ihr das Grabmal des Windtalbegründers als letztes ehrt. Er war wirklich wütend. Er hat mir den Schreck meines Lebens versetzt, als er einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist. Warum seid ihr dem Blutdorn-Kult beigetreten? Es kam mir damals wie eine gute Idee vor. Aber ich wurde nie in irgendwelche großen Geheimnisse eingeweiht. Laut dem Begründer bin ich dem Kult nur beigetreten, weil ich ein fauler Trottel und ein ungeschickter Tunichtgut bin. Er hat mich wirklich fertig gemacht. Was werdet ihr tun, wenn ich euch helfe? Ich werde alles tun, was ich kann, um meine Fehler wieder gut zu machen. Ich werde von hier verschwinden und nach Dolchsturz zurückkehren. Ich werde mir eine ordentliche Arbeit suchen. Vielleicht helfe ich meinem Vater in seiner Schneiderei. Ich werde in absehbarer Zeit sicher keinem Kult mehr beitreten. Auf keinen Fall. So, ich verstehe immer noch nicht, warum ihr dem Kult beigetreten seid. Wegen Angorf. Er schien wie der starke Anführer, den Glenn Umbra so sehr braucht. Er kann sehr überzeugend sein. Ich habe nie an das Leid gedacht, das wir anrichten, bis mir der Geist meines eigenen Vorfahren gegenübergetreten ist. Habt ihr denn keine Angst, dass der Kult Vergeltung üben könnte? Natürlich habe ich das. Ich habe so viel Angst, dass ich nicht einmal mehr klar denken kann. Deshalb bettle ich euch doch um Gnade und Hilfe an. Wenn das alles vorbei ist, mache ich mich davon. Nach Norden, nach Osten. Dorthin, wo meine Füße mich auch immer tragen. Ich werde die Kerzen für euch aufstellen. Sucht nach dem Grabmal des Patriarchen. Das hatten wir dann schon gehört. So. Ich werde dann natürlich ein bisschen Ausschau halten nach. So. Ach, guck mal. Die sind doch schon direkt hier auf dem Weg, oder was? So. Die anderen Attacken, die ich da habe, kann ich dann natürlich nicht mehr ausüben. Gold. Da oben sollen wir irgendwo hin. Die kann ich aber noch ausüben. Obwohl ich keine zwei Waffen mehr habe. So wie der Angriff ausschaut, sieht das ja danach aus, als würden wir mit zwei Waffen angreifen. Aber haben wir ja gar nicht. Wir haben jetzt nur die Axt hier. Liegt da nicht eine Rolle? Ausschwärmen! Wow. So. Ja, aber er selber brennt nicht, oder was? So. Das
war heilige Kerze, heilige Kerze. Haben wir zwei oder was? So, was haben wir denn hier? Uralte Schriften. Denver Band 2. Das Samenkorn der Weile Lorik war eine ruhige, friedliche Dwemer Gemeinde inmitten der einfarbig grauen und lohfarbigen farbenen Dünen. Ja. Jo, sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interesting. So, haben wir hier noch irgendwas? Nein. Oh. So. Blattbisse. Verwüsterin. Ich hab doch noch Schutz gemacht. So. Ah, schon wieder nicht. So. So. Jetzt ist er tot. Heilige Kerze. Heilige Kerze. So. Stellen wir hier mal eine hin. Hier mal eine hin. Hier stellen wir noch eine hin. Das hier? So. Zack. Hammer dich. Hm? Hier ist noch einer. So. Bam. Danke fürs Gold. Ist das gut? Ah, ne. Nicht so unbedingt. Kriegen aber nicht mal finden bei denen hier nicht mal irgendwelche anderen Gegenstände. Rezept haben wir noch. Materialien. Das Rezept können wir ja eigentlich nehmen und direkt wieder weghauen. Verbrauchsgüter. So. Das können wir ja eben benutzen. Das ist nicht Material, das ist Vorräte, ne? Da. Also so. Wie wir uns ein Honigbeeren-Tee machen. Dietrich. Super. Aber sonst nix. Schon ein bisschen schade. So, dass wir hier vielleicht noch mal was anderes finden. Besser mal mit einer neuen coolen Waffe. Aber nichts da, nichts, nichts, nichts. So. Wir können nicht mehr lange widerstehen. Sie werden uns brechen. Wer bist du denn? Angov ist fort. Aber ich frage mich, wie lange es diese gruseligen Ranken noch geben wird. Somali Oris. Wir können nicht mehr lange widerstehen. Bald müssen wir ihrem Ruf folgen. Was stimmt nicht, Geist? Unsere Meister waren die uralten Herrscher von Hochfels, die so viele Jahre lang friedlich geruht haben. Nun haben Blutdorn-Kultisten die Grabhügel gestört und die Herrschaftsinsignien aus den Grabmälern unserer Könige gestohlen. Wir können sie nicht aufhalten. Was hält euch davon ab, sie aufzuhalten? Der Blutdorn beraubt uns langsam unseres Willens. Wenn er die gestohlenen Insignien beschafft und sie in die Krypten zurückbringt, wird dies die Macht unserer Herrscher wiederherstellen. Sie sind von starkem Geist und unser gemeinsamer Wille kann den Kultisten trotzen. Ich spüre die Insignie. Sie ist noch in der Nähe. Ich werde die Insignien finden und in die Krypten zurückbringen. Diese Blutdornen sind nichts weiter als Grabräuber. Holt die Insignien zurück, die sie gestohlen haben, und legt jeden Gegenstand in das richtige Grab. Sie verstecken die Gegenstände in der Hütte des Friedhofswächters, südlich der Grabhügel.
Wisst ihr, warum sie die Insignien genommen haben? Um unsere uralten Könige zu kontrollieren. Genau wie sie versuchen, uns zu kontrollieren. Wir hatten Frieden gefunden, Fremder. Still, in wachsamem Schlummer. Dann begannen die Schreie. Nicht nur in unserem Geist, sondern in unseren Seelen. Ihr habt geschrien? Nein, wir nicht. Zumindest anfangs nicht. Es waren laute, fordernde Stimmen. Sie schrien in unserem Geist. Sie brüllten: Unterwerft euch, unterwerft euch. Sie haben unseren Willen gebrochen und unsere Verteidigung durchstoßen. Sie wollen, dass wir uns ihnen anschließen. Was wisst ihr über den Blutdorn? Sie sind Diener von Molag Bal. Sie wollen Glen Umbra erobern. Bitte haltet sie auf. Wir können dem Blutdorn nicht mehr lange Widerstand leisten. Ich versuch's. Leb wohl, mein Freund. Danke für diese Info. Wir gehen aber jetzt erstmal hier rüber. Schließen die andere Mission, die wir haben, ab. Ah, da seid ihr ja in Seelta. Kommt zur Zuflucht. Wir müssen reden. Ach da. Auf Schattenjagd.